Daumen hoch für Hobbyhorsing. Habt ihr schon von Hobbyhorsing gehört? Ja, also zugegeben, wie ich das erste Mal davon gehört habe und gesehen habe, wie jugendliche Kinder auf Steckenpferden reiten, war das ein bisschen befremdlich für mich. Aber weil es mit Pferden zu tun hat und weil ich selber ja so eine Pferdeliebe habe und 35 Jahre lang Pferdchen gehabt habe, Maultiere, Ponypferd und die Sehnsucht kenne als Kind, ein Pferd haben zu wollen. Ich war in München im dritten Stock und so im Kindergartenalter, ich konnte mir gut vorstellen, da oben im dritten Stock ein Pony zu haben. Ja, das ist 60 Jahre her. Und dann hat mich das beschäftigt und da wollte ich dann mehr drüber wissen und habe dann gegoogelt. Es gibt ja bei YouTube einiges und bin zuallererst einmal auf die großartige Leistung gestoßen, was die da schaffen. Der Rekord ist 1,43 Meter springen mit dem Pferdchen und die Dressur, wie schön ästhetisch das aussieht mit dem Bewegungen, mit den Gangarten, die ja dem Pferd nachgeahmt sind und dann teilweise bei Wettbewerben dann alles so schön abgestimmt fürs Auge, also wirklich die Ästhetik, wenn dann das Pferdl noch blaue Ohrenschützer hat und die Frau oder Mädchen noch blaue Gamaschen an den Füßen und das so ein schönes Bild gibt. Ja, also das hat mich immer weiter reingezogen, die Beschäftigung mit Hobbyhorse. Und dann ein ganz wichtiger Faktor für mich, die Freude, die Wahnsinnsfreude, die die Menschen haben, die das machen. Und viele haben sich auch schon das Hobbyhorse selber genäht. Das sind ganz süße, die aus dem Socken gemacht sind oder aus dem Holz geschnitten. Sie hat andere Interessen. Und sie lieben ihre Hobbyhorse. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Faktor, die Gefühlsbildung, der ethische Wert. Ich meine, zudem da ja auch nicht jetzt ein Pferd, ich sag mal, benutzt wird. Es gibt ja wirklich auch Umgang mit Pferden, bei dem die Pferde auch ihren Spaß haben. Wenn ich denke, bei uns, wenn die Kinder kamen und wir uns gerüstet haben für ein Ausritt, wie die sich gefreut haben, wenn sie gemerkt haben, jetzt werden Sättel geholt und Zaumzeug, die haben sich richtig gefreut und ich habe auch immer darauf geschaut, dass die auch auf ihre Kosten kommen, dass wir irgendwo im Wald, in einer Waldhütte Pause machen, da wurden sie dann abgezäumt, ausgeschirrt, wir sind ja auch gefahren und da durften sie dann fressen und die sind nicht gejagt worden, nicht geplagt, ja, die konnten alles, war ganz natürlich. Und meine oder unsere Pferde von Lilu und mir, die waren ja ehemals Problempferde. Das eine Maultier hat die Leute abgelegt. Ja, die war bei so einem, bei einer Pferdevermietung, muss man sich mal vorstellen. Da konnte man 10 Minuten oder eine halbe Stunde oder so, konnte man sich da ein Pferd mieten. Dann hat man die Zügel in die Hand gekriegt und ist dann da gestartet. Ja, und die Daisy, die hat es verstanden. Zum einen blitzschnell den Kopf hinterzuwerfen, um die Zügel aus der Hand zu reißen und nach Hause zu galoppieren. Und wer es halt gewagt hat, sich auf sie zu setzen, den hat sie dann runterbuxiert. Innerhalb der ersten 50 bis 100 Meter. Die Saski, unser schwarzes Muli, die war vom Pferdemetzger, die hatte ausgeschlagen. Und das war dann meine Beste. Sei dazu gesagt, die haben nie mehr einen Grund gehabt, dieses Verhalten zu zeigen. Ja, und die Kini, die Saski, habe sie zum Grasholen genommen, zum Heu machen, immer war sie mit dabei und hat es dann heimgezogen. Und während ich da gemäht habe und aufgeladen, war sie ausgeschirrt und
daneben angehängt und durfte fressen, wie sie wollte. Also sie hat auch immer Freude gehabt dabei. Und das Pony, die Cassie, von Lilou mit 4 Jahren bekommen hat, die haben wir vom Pferdemarkt geholt. Das war ein Pferdchen, das wohl im Keller gehalten wurde. Die ist nämlich vor ihrem eigenen Schatten davon gesprungen. Die ist sogar vor einem Schmetterling gescheut. War unfassbar. Erwachsene Leute mochte sie gar nicht. Kinder waren die einzigen, die zu ihr gehen durften. Also, ja, hat sich aber auch gelegt. Ich meine, sie ist immer ein sensibles Pferdchen gewesen, aber sie hat nie einen Grund gehabt, irgendwie ein schlechtes Verhalten zu zeigen. Ja, und ich weiß, wie es ist, wenn man Sehnsucht hat nach Pferdchen. Und viele Kinder und Jugendliche, die können das kompensieren mit Hobbyhorse. Das sind also Leute, die reiten, die haben ein Pferd, ja, die sind im Reitverein. Die machen trotzdem Hobbyhorse, weil es einfach schön ist und weil sie ihre Hobbyhorse lieben. Ja, jedes ist anders und es lässt sich ausstatten mit Trense, mit Halfter, mit Decken. Also es ist ganz, ganz goldig. Und da höre ich jetzt wieder so Stimmen. Mein Gott, wenn die da drüber springen über die Hindernisse, da brauchen sie doch nicht das Pferd zwischen die Beine. Ja, theoretisch, ganz nüchtern sachlich betrachtet, natürlich brauchen sie es da nicht. Aber ich betrachte das nicht nüchtern sachlich, sondern emotional und auch ethisch. Da hängt das Herz an den Pferdchen. Und die dabei zu haben, das wertet das Ganze auf. Man könnte ja auch argumentieren, dass man in der Wohnung, habt ihr Bilder in der Wohnung oder irgendwelche Deko-Gegenstände? Braucht man nicht. Wieso habt ihr es dann? Warum hat man Deko-Gegenstände in der Wohnung? Ja, weil es einfach schön ist und weil es das Herz erfreut. Und das ist für mich auch so ein wesentlicher Faktor. Es erfreut das Herz. Und da haben wir viel zu wenig. Irgendwie ist ja so eine Tendenz, dass die Welt immer kälter wird. Die Gleichgültigkeit. Ja, das heißt also, die Beschäftigung mit Hobbyhorse ist nicht nur was, dass die Kinder rausgehen. Ein Vater hat gesagt, seine Tochter, mit dem Hobbyhorse läuft sie auch mal 2 Stunden im Harz mit. Ohne, undenkbar. Und so ist neben der Bewegung auch die emotionale Bildung gegeben. Und ein anderes Mädel hat erzählt, sie ist geritten, sie hatte Pferdeallergie. Und jetzt findet sie da eine Alternative. Natürlich nicht in dem Sinn vollwertig, aber man kann die Bahnfiguren alles nachreiten. Man kann den Schritt, den Trab, den Galopp, sogar die Nuancen, versammelten Trab, versammelten Galopp, Mitteltrab, Startentrab, Arbeitstrab, kann man alles mit seinem Hobby was machen. Und da lernen dann die Kinder, die auch ein Pferd haben oder Reitbeteiligung oder im Reitverein sind, lernen dann da die Bahnfiguren. Oder was ist ein Galoppwechsel? Was ist innen, was ist außen? Was ist die Zügelhand innen, außen? Es gibt ja Regeln für Hobbyhorse. Und die Deutsche Reiterliche Vereinigung hat jetzt oder gibt jetzt Anfang 2024 ein Regelwerk raus. Es ist für Wettbewerbe, dass da eben ganz gleich flächendeckend bewertet werden kann. Also Hobbyhorse ist eine etablierte Sportart. Und mich würde es freuen, wenn ich mit dem Patschi spazieren gehe und da täten ab und zu die
Hobbyhorse mit ihren Reiterinnen mir begegnen. Klein und groß. Die ganzen Familien. Papa und Mama können auch ein Hobbyhorse haben. Lernen andere Bewegungen und sind in Bewegung. Ich habe euch da ein paar Beispiele von solchen Leistungen, von Hochsprung, von Meisterschaften in Finnland. Da müssen die Teilnehmer ja 14 bzw. 15 Jahre alt sein, mindestens, dass sie da teilnehmen dürfen. Und die machen das mit einer Freude und Begeisterung. Es ist auch ein besonderer Teamgeist, was ich da erkenne in diesen Gruppen. Die werden starke Persönlichkeiten. Das eine Mädel erzählt zum Beispiel, wie sie merkt, wenn irgendjemand aus der Klasse sie beobachtet hat mit ihrem Hobbyhorse, wenn sie dann am nächsten Tag an der Bushaltestelle steht und die anderen auf sie zeigen und lachen. Die sagt, das ist mir egal. Das ist mir egal, was die machen. Sie steht dazu. Also, das ist auch noch Persönlichkeitsbildung, das stärkt den Charakter. Das, was einem Freude macht, dafür zu stehen. Egal, was die anderen sagen. Und das finde ich toll. Weil es ist eine super Sportart. Es ist eine super Herzensbildung mit diesem goldigen Hobbyhorse. Und mich hat das jetzt so erfasst. Das heißt ja immer, man braucht im Leben immer was, was einen antreibt. Und das merke ich mein ganzes Leben lang schon. Und jetzt treibt mich das an. Und ich bin jetzt gerade dabei, das 8. Hobbyhorse zu nähen. Es gibt da schon Silvester, der an Silvester geboren wurde. Mein erstes. Ein Knut. Und es gibt den Kasper. Es gibt die Zafira, es gibt den Pio und es gibt Onyx. Und da seht ihr noch Johnny, ein Shetland-Pony, wie man unschwer erkennen kann. Und der 8. im Bunde ist dann noch Maloja. Und ihr braucht nicht glauben, wie das die Fantasie anregt, das Hobbyhorsing. Weil das sind ja nicht nur einfach Stoffpferdchen. Die haben einen Namen, Ekla, und die haben auch einen Charakter. Da wird sich also auch ein Charakter überlegt. Und lustig, wenn es dann mal scheut, also die Fantasie kann da richtig ausgelebt werden auch. Ich kann nur immer wieder sagen, Daumen hoch für Hobbyhorse. Also ihr lieben Buben, Mädels, Jugendliche, Erwachsene, pfeift drauf, was die anderen sagen. Es ist ja immer so, dass was neu ist, zuerst einmal belächelt wird. Dann wird es von manchen sogar bekämpft und letztendlich wird es akzeptiert. War das nicht auch so mit den Stöcken, mit Nordic Walking? Bin alt genug, dass ich weiß, wie da das Verhalten war. Mit Stöcken, da laufen doch bloß die alten Leute. Ja, meine Mutter war noch so, die hätte es nie gemacht, weil das ist ja was für alte Leute. Und es wurde belächelt und verspottet. Und jetzt gibt es kein Alter mehr, keine Altersgruppe, die nicht mit diesen Nordic Walking Stöcken rumläuft. Ja, und dabei ist da eigentlich wirklich nur der gesundheitliche und Bewegungsaspekt im Vordergrund. Bei Hobbyhorsing, da ist Gesundheitsbewegung und noch ein emotionaler Aspekt mit dabei, ein großer. Und deswegen kann man nicht einfach sagen,
Man kann doch auch ohne diese Hobbyhorse da über die Hindernisse springen oder die Pferdebewegungen machen. Nein, es gehört zum Gesamtbild, dass da so ein kleines Pferdchen noch mit dabei ist. Und so sehe ich das Hobbyhorse. Im Anschluss sehe ich dann noch ein paar Eindrücke von Hobbyhorse-Turnieren. Und ich kann nur immer wieder sagen, Daumen hoch für Hobbyhorse. Und ich wünsche diesem Sport eine weite Verbreitung und vor allen Dingen Akzeptanz endlich. In der Videobeschreibung habe ich die Links für euch zusammengestellt, aus denen ich die Filmbeispiele habe. Every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself. Zum Abschluss noch ein Gruß aus meiner kleinen Herde. Der Kasper und der Knut, die sind schon umgezogen zu Lilou. Und die alle, die kommen auch bald nach. Was ich euch zum Abschluss noch mit auf den Weg gebe: Hobbyhorse ist wunderbar, bleibt stark und mutig. Ich wünsche mir eine rasche Verbreitung von diesem tollen Hobby. Und jetzt seid alle herzlich gegrüßt von einer Hobbyhorse-begeisterten Rentnerin.